Also, bekiss es und bist dann Arsch. Ja? Warum? Glaubst du wirklich? Okay, ich komme gleich. Passt. Gut, viel Spaß. Ey, ohne Mist, meine Cam ist gerade kaputt gegangen. Achso. Ohne Mist. Musst du alleine? Was Ja, für wie Cam nicht? ist kaputt? Hast du jetzt deine Handcam ausgemacht oder was? Nein, die ist kaputt. Alles kaputt auf einmal. Auch Junge, er das. hat halt echt ausgemacht. Hier ist Gewitter, Veni. Hier ist gerade ganz. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr. Es ist eine schlechte Verbindung gerade. Ich kann nicht leider gar nicht mehr verstehen, was hier. Ich schwöre, bei mir ist ganz doller Strom gerade. Ganz toll. So gut hier, das geht. Jetzt komplett kaputt. Real Talk, bei mir ist Internetsperre um halb drin. Ihr seid die Schlimmsten. Wedi, ich verspreche dir, ich übe fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal drücke ich mich nicht. Okay. Oh mein Gott. Nie wieder mitmachen. Kevin, wenn du noch einen einzigen Rap-Track rausbringst, dann schicke ich dir eine Anzeige von Spotify höchstpersönlich, du Loser. Das ist. Mach Grenze auf. Oh, danke. Ich habe nichts gehört, Chat. Es ist auf maximaler Lautstärke. Video ist zu leise, weil ich kann sie I'm sorry. Ihr habt den Timestamp. 2 Stunden, 13 Minuten. Zum Geburtstag. Ich weiß gar nicht so recht, was ich 2 Stunden, 13 Minuten, wer von euch das anschauen möchte. Was soll ich tun? Weitere Umdrehung um die Sonne. Dann zeig Aufnahme. Du, ich hab das. Leck mich am Arsch. Das ist so süß. Mir ging es eh nur um die Das Reaktion. Bild mit. Nicht an Astrologie glauben. Handshake. Chat, pass auf, ich habe eine sehr unpopular Opinion, okay? Jeder soll das glauben, was er möchte. Aber, hear me out. Ist Astrologie nicht eigentlich nichts anderes als Space Racism? Aber warum Astrologie Space Racism ist, für die Leute, die es nicht verstanden haben. Echter Rassismus ist ja Leute aufgrund von Sachen zu judgen, für die sie zu ihrer Geburt nichts können. Also zum Beispiel eben, wo du geboren wirst oder wie du aussiehst. Also so Hautfarbe zum Beispiel, ne? Und Astrologie ist ja nichts anderes, als Leute in Gruppen von Zeiträumen einzuteilen, in denen sie geboren sind. Also du bist ja ein Sternzeichen von Tag X bis Tag Y und dann kommt das nächste Sternzeichen. Und dann teilt man diesen Sternzeichen Eigenschaften zu und judgt die Leute aufgrund dieser Eigenschaften, ohne sie zu kennen. Das ist nichts weiter als Weltallrassismus. Ich will nicht drüber reden, einfach, okay. Sie wird so einen One-Tip kassieren. Holy shit. Look your enemy in the eye. Junge, ich hab grad ohne hinzuschauen mit meiner Hand 3 Teller gefangen. Ich hab grad ohne hinzuschauen mit meiner Hand 3 Teller gefangen. Die runtergefallen sind. Ich hab grad ohne hinzuschauen 3 Teller gefangen. In der Corona-Krise mehr Alkohol als früher. In welcher Stadt wurde denn das Coronavirus als erstes? Wuhan. Wuhan. Richtig. Wieso bist du so schnell Real Talk? Wusstest du Wuhan? Ich wusste, glaube ich, alle du fahren das jetzt aus. Du dachtest Wuhan der Clan. Spider-Man, dass du das nicht weißt. Schreib mal Schande in die Kommentare. Ich finde, das wird alles so richtig scheiße zusammengeschnitten, dass ich so dastehe in der letzten Knecht. Dafür müssen wir nicht viel schneiden. Abel, mal gucken. Ja, kann ich gerne schicken den Link, ist kein Problem. Teamspeak, ups, über Discord. War da. Alle los. Oh mein Gott, Mistkill. Hallo Herr Windkraft, ich hoffe, Sie haben Spaß an dem Spiel. Fick dich! Bitte lassen Sie sich nicht ablenken. Es scheint so, als müssten Sie sich gerade sehr konzentrieren. Deswegen bin ich jetzt ruhig. Aber eins noch, planes Go-Roschs. Blöder Wichser. Challenge war, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Da haben Ja, die auch auf jeden gedacht, dass Fall. die Leute viel länger brauchen, aber alle Teams haben es in weniger oder circa der Hälfte der Zeit geschafft, mindestens. Ja. Oder maximal. Ja. Ah, das Winnie. Junge, es sind immer meine Rage Clips am Ende, wenn wir uns freuen, ne? Auch bei Anisee Lions immer schon. Du Kleiner! Ihr seid solche kleinen Penderos, puta de la madre, Signor Kissing. Oh mein Gott, Alter. Ich liebe Basti.
Hat Pazzi dich auch gefragt wegen Among Us? Ich so, yo, hab gesagt, wenn es mit CS passt, bin ich dabei, weil Pazzi hat uns gefragt wegen CS für 21 Uhr, wegen Among Us. Und er schreibt, same, aber ich flieg fix erst runter raus und ich so, ja, same, mein Team ist so scheiße, Pauli ist bei mir im Team. Und er wusste das noch nicht, also sieht mein Team schon. Dann so, haha, und dann kommt eben die Sprachnachricht. Das ist ein Eisbär, oder? Kappa. Ziegen. Ja. Okay, das habe ich nicht erwartet. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr Auto fahrt und ihr denkt in eurem Kopf, es ist ein Videospiel und dann seht ihr alle Menschen nur noch als so Coins, die ihr überfahren müsst? Du fährst zu schnell! Oh mein Gott! These nuts! Got him. These nuts? I wish alive! Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give. I will survive! I will survive! What the fuck? Was zur Hölle war das? Warte, was? Streck nach jedem Satz die Zunge raus, trink dein Getränk mit einem Löffel. Was zur Hölle? Warum benutzt du diesen schlechten Skin? Warum bist du so hässlich geboren? Schade, genauso wie im Supermarkt, immer wenn ich was zu essen holen möchte. Sie haben kein genug Geld dabei. Sie haben kein genug Geld dabei? Ja, komm, reden wir nicht drüber. Ich bin noch nicht so lange in Deutschland. Willst du mich jetzt... Aber du bist dein Leben lang. Im Morning! Sind bis weit. Okay, bei mir kommt. Lass mich kämpfen. Ja. Heute ist ein Changed Kevin hier, okay? Es ist heute nicht der Tag. Was für Changed Kevin? Schau dein Zimmer an. Es sieht immer noch so, als ob eine Bombe hier explodiert wäre. Hol dir endlich eine Putzfrau, du bist Millionär. Fabo? Digga, ich dachte, das ist wie letztes Mal, wo man drücken muss, wenn man die Höchste spürt. Ey, Reef zimt für sie. Ich finde das nicht okay, dass Reef für Nova zimt. Das ist hier I call dips, ja. Also mach das mal für mich, bitte. Oh Gott, zieht die Brille auf. Es ist so schön. Ah, fuck, ihr hört das noch, ne? Egal, ich stehe dazu. Einer lang A. Push B. Hörst ich? Okay. Er crossed genau dann, wenn du vor mir bist. Ich sehe ihn nicht. Ja, sorry. Oh, so unlucky. Ich 6 Jahre verdient! Gibt's eine lustige Story? Ich war irgendwie 5 oder 6 und frag mich, was mir im Kopf kam. Ich habe Seifenblasen getrunken. Die Frage ist, ob du schon mal deine Eltern oder andere Familienmitglieder beim Sex erwischt hast. Und Danny beginnt die Story mit, ich war 5 oder 6 und ich habe Seifenblasen getrunken. Ich habe wirklich keine Ahnung, was jetzt kommt. Dann halt so ins Schlafzimmer gerannt, so nach dem Motto. Beste. Und dann... Ja, war halt mittendrin so und dann komme ich und dann kotze ich einfach. Das einzige an.
Ey, Mann, das ist so... Oh mein Gott. My man. Help me. Help me. Oh. Junge! Haben wir's? Aber ganz ehrlich, Fabo, wenn du so gewinnen willst, dann ist es in Ordnung. Wenn du so gewinnen willst, dann ist es in Ordnung. Vini, schenk doch dein Controller, mach die Pizza weg! Halt die Fresse! Ey, Junge. Ist das toxisch, ey. Hör mal, was hast du denn da für einen Schinken? Hör mal! Du. Ist das eine Pizza, die du da isst? Du kleine Driss. Du ich fette Mistsau. Das fette Mastschwein. Can I please stop the burnings? I don't see any things. Yes, yes. Ich werde mich mal verabschieden, Boys, ne? Ja, same. War super, super fun. Und wir hören uns bestimmt zum nächsten Mal, ne? Auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr gerne, Jungs. Wieder, wenn wieder irgendwas ist, einfach Bescheid sagen, wenn wieder ein Rivals ansteht. Jawollo. Gerne, gerne. Auf Passt. Jeden Fall. Funktioniert da sehr gut. Basti, bitte sag Tschüss auf Spanisch. Adios. Danke. So low. Oh mein Gott, war das low. Touch me, you slip away. I can't hide.